Für die FDP hat sich Herr Dr. Büger zu Wort gemeldet. Ja. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Dr. Grobe, die Zukunft gewinnt man definitiv nicht, indem man in der Vergangenheit stecken bleibt. Und da muss ich sagen, das ist eigentlich so die Überschrift oder das Gesamte, was ich in Ihrem Antrag sehe. Und das gilt für ganz viele Punkte, nicht nur für die Hochschulpolitik, es gilt auch dort. Und das gilt auch für die Bologna-Reform. Da wurde ja auch schon viel Richtiges gesagt. Manche Diskussionen hätten wir durchaus vor 20 Jahren führen können. Da gibt es viele detaillierte Dinge. Da gibt es Sachen zu kritisieren über den entsprechenden Lehrstoff, wie viel ist dort hineingepresst worden, all die entsprechenden Punkte. Aber das ist jetzt definitiv zu spät. Und der zweite Punkt dazu, vom Grundsatz hat die Bologna-Reform auch sehr viele richtige Punkte umgesetzt. Sie hat Flexibilität ermöglicht, die vorher in der alten Welt, die wir hatten, nicht da war. Er hat Abbrecher an einer großen Stelle vermieden. Ich weiß nämlich, diejenigen, die es nicht bis zum Diplom geschafft haben, die nach dem Vorübung gegangen sind, die waren komplette Studienabbrecher. Wir haben heute den Menschen die Möglichkeit, ihnen einen Bachelor zu geben. Nicht denselben Wertigkeit eben wie ein Master, der dem Diplom entspricht, hat. Aber diese Möglichkeit haben wir. Wir haben die Studienzeiten deutlich gesenkt, eine große Forderung, die wir dort hatten. Wir haben die Modularisierung ermöglicht, in einer ganz anderen Art und Weise Auslandsaufenthalte. Auch das ist etwas Positives. Internationalisierung, Herr Dr. Sommer, Sie haben es unter anderem erwähnt, ein wichtiger Punkt. All das haben wir an dieser Stelle gehabt. Und dann die Behauptung, die neben dem Thema, welche Marke benutzen wir, die unterschwellig in dem Antrag drin ist, Bologna gleich schlechte Qualität. Diese Behauptung teile ich ausdrücklich nicht. Und wenn Sie jetzt auch da vorne sagen, oh, die angelsächsischen Universitäten, den haben wir uns so angeglichen. Also wenn Sie jetzt dort sagen, Bologna gleich schlechte Qualität und gleich angelsächsische Universitäten. Wir wissen, das angelsächsische System ist anders, es ist viel heterogener. Aber die Spitze im angelsächsischen System, das ist eine, die wir uns gerne orientieren würden. Ob das Oxford, Cambridge, ob das Yale, Berkeley, andere sind, die haben alle ein System, was ähnlich funktioniert, genau, wie die, Bologna, also wie das, was wir mit Bologna geschaffen haben. Und dort zu sagen, das hat von vornherein schlechte Qualität, das stimmt einfach nicht an dieser Stelle, Dr. Grob. Ist einfach falsch. Und ich kann auch aus persönlichem Erkenntnis, ich darf ja auch immer mal, selbstverständlich ehrenamtlich an der Universität Gießen, lehren, sagen, da werden Bachelor-Absolventen sehr gut nachgefragt von der Wirtschaft. Es ist manchmal sogar zu viel nachgefragt. Werden manchmal gerne ein paar mehr Leute noch zum Master oder nachher zur Promotion entsprechend kommen. Also, die Qualität ist nicht automatisch schlecht. Aber was Qualität braucht, ist, sie braucht einen entsprechenden Rahmen. Und Frau Eisenhardt, wenn Sie dort erwähnen, wir haben ja über Qualität gesprochen, ja, ganz wichtig. Aber dann müssen wir uns, wenn wir von den Diskussionen der Vergangenheit wegkommen, den Diskussionen der Zukunft zuwenden, nämlich wie schaffen wir dort Qualität. Und dann sage ich auch, Frau Wissler, Sie haben mehrfach immer gesagt, oh Gott, beim Thema Bologna, da gibt es so viele Prüfungen. Also Prüfung macht nicht automatische Qualität gut. Aber wenn ich am Ende einer Vorlesung eine Prüfung habe, dann weiß ich natürlich, dass ein Stoff abgeprüft wird. Und dann gehe ich, wenn eine zeitnahe Überprüfung stattfindet, ist das viel besser, als wenn ich Jahre später noch einmal mich an den Stoff zurückerinnern muss. Und dann mache ich das auch sehr viel ernsthafter. Das ist definitiv nicht das Problem, was wir haben. Das Problem ist eher, dass wir Massenstudienorte geschaffen haben. Und wenn Sie so schön den Weg oder die Vergangenheit dort erwähnen, klar, 1970 haben weniger als 10% eines Jahrgangs studiert und heute sind es um die 50%. Und die Folge ist, dass Studium auf eine andere Art und Weise stattfindet. Jetzt mag man sagen, hier die Vergangenheit ist die Lösung, ich will wieder dorthin zurück, wo es 10% war, dann kommen Sie aber gesellschaftlichen und auch wirtschaftlichen, aber auch gesamtgesellschaftlichen Notwendigkeiten überhaupt nicht mehr nach. Wir werden nicht diese andere Zeit haben. Und dann habe ich mir extra auch, ich habe mir Mühe gemacht für Ihren Antrag. Ich habe nämlich mal in mein persönliches Archiv gesehen. Ich war in den 90er Jahren schon hochschulpolitisch aktiv, damals als Senator und Konventsmitglied an der Justus-Liebig-Universität. Und da habe ich, ist mir ein Bericht in die Hände gefallen, des Bericht des Bundesministers für Bildung, der Wissenschaft und zur wissenschaftlichen Situation an den Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland aus dem Jahr 92, damals im Übrigen ein von Freien Demokraten geführtes Ministerium. Und da nur mal drei kurze Zitate daraus, weil Sie sagen, Zeit war so toll. Da steht drin, neben den investiven und personellen Ausbau der Hochschulen hat auch ihre innere strukturelle Entwicklung mit der Ausweitung der Nachfrage nach wissenschaftsbasierter Ausbildung und Forschungsleistung nicht Schritt gehalten.
Also Reformbedarf. Die deutschen Hochschulabsolventen sind zu alt. Ursache ist der verspätete Studienbeginn. Hinzukommen, Hochschulen Studienplätze wechseln, die gingen nämlich genau nicht, wegen der Flexibilität, und in den meisten Fällen das zu lange Studium. Und da steht noch drin, diese Leistungsstörungen sind funktionsgefährdend. Und Kern einer realistischen Reform für das Studium ist eine Umorientierung des Studiums auf die Qualifikation der Absolventen für Beruf in einer vorgegebenen und vertretbaren Studienzeit sein. Und genau das war der Ausgangspunkt. Und wir wollen doch nicht dahin wieder zurück, wo genau diese Probleme aufgetreten sind. Sie verklären einfach und tun so, als hätte es diese Probleme gar nicht gegeben. Damit haben Sie offensichtlich die Vergangenheit nicht verstanden. Was müssen wir aber tun, wenn wir klug in die Zukunft gehen? Also nicht der Weg zurück in die Vergangenheit. Na, dann lassen Sie uns mal feststellen, was hat Hessen seit dieser Zeit gemacht, seit es den Bericht gibt. Ja, es kommt ein bisschen negative Botschaft auf die linke Seite, Rot-Grün, 1991 bis 1999 fast nichts. Ich war damals, wie gesagt, im Senat, und da gab es sogar noch Mittelkürzungen, aber die Anwesenden sind nicht verantwortlich. Danach kam 1999 bis 2003, Regierung Koch-Wagner, da kam wirklich die große Reform. Frau Eisenhardt, Sie haben gestern von historischen Reformen geredet, als Sie einmal 4% meinten. Also damals haben wir die Hochschulautonomie geschaffen. Damals hat es, Kollege Dr. Hahn war ja damals auch aktiv dabei in wichtiger Rolle. Wir haben deutlich mehr Geld, das geht um mehr als 4% dort hineingegeben. Wir haben Bologna mitberaten. Wir haben die Fachhochschulen, heute Hochschule für angewandte Wissenschaften, haben wir deutlich aufgebaut, die im Übrigen mit die größten Profiteure von Bologna sind, und haben nachher Bologna umgesetzt und natürlich den ersten Hochschulpakt beschlossen. Leider ist dann ab 2003 dieser Reformwillen ein bisschen versiegt. Es war ja auch schon viel getan. Dann haben wir manche Standortpolitik getrieben. Die waren nicht alle falsch, aber sie waren nicht mehr mit dem großen Reformeifer, den wir davor haben. Und was haben wir jetzt? Wie gesagt, historisch ist jetzt, wenn einmal 4% ist, ein paar Klimaschutzmanager haben Sie eingestellt und ansonsten, oder haben Sie die Stellen geschaffen, haben Sie einen großen Sockelbetrag geschaffen. Das heißt dann, historisch, heißt aber auf der anderen Seite, ein Sockelbetrag bedeutet weniger Reformdruck, weil ich bekomme das Geld ja automatisch, ohne dass ich irgendwas dafür verändern oder tun müsste. Und wenn ich mir angucke, wo Hessen bei der Exzellenzinitiative steht, das ist jetzt mehr Forschung als Lehre, aber beides hängt ja zusammen, dann wünsche ich mir, dass unser Land auf einer ganz anderen Stelle steht als da, wo wir stehen. Das kann wirklich nicht unser Anspruch sein. Also, die Probleme bestehen, aber Bologna ist nicht das Problem, sondern Bologna zeigt das Problem. Es zeigt auch das Problem einer zu starken Akademisierung in manchen Bereichen. Und jeder, der von Ihnen mal zu Handwerkern geht, der weiß, was dort genau das Problem ist, dass man irgendwo sagt, wenn ich Bildungsgewinner sein will, dann muss ich Akademiker werden, dann muss ich denjenigen muss ich sagen, nein, das geht es auch genauso. Es gibt ganz tolle Ausbildungen im Bereich des Handwerks. Ich habe zum Zweiten das Thema der immer stärkeren Verschulung, gerade im Bereich des Bachelorstudiengangs, dem müssen wir versuchen, auch entgegenzuwirken. Und natürlich manchmal kommt es auch zur Absenkung von Qualitätskriterien. Und auch da sollten wir genau hinsehen und schauen, wo wir die Qualität entsprechend halten können und müssen. Aber der Abschluss als solches, die Marke, die ist nicht das Problem. Und Herr Dr. Grobe, dann komme ich dazu, weil Sie so sehr auf den Diplom-Ingenieur hinausgegangen sind. Ja, natürlich war das eine Marke, eine deutsche Marke, die einen positiven Effekt an der Stelle hat. Aber da geht es um den Titel, nicht um die Struktur. Und man kann natürlich darüber reden, wie man bei derselben Struktur, die bis zu einem Master führt, den Titel erhält. Dann müssen wir uns nur die ganzen 16 Länder auch einigen, damit das in einer sinnvollen Weise zusammenkommt. Und das ist schwierig. Und da hat im Übrigen eine Vorgängerregierung, der wir angehört haben, hat sich genau diesem Problem angenommen, weil das schwierig war, mit den anderen 15 Ministern sich zu einigen, hat damals Wirtschaftsminister Florian Rentsch hier in diesem Hause eine Regelung geschaffen, dass nämlich der Diplom-Ingenieur erhalten bleiben kann, als ein Gütezeichen der Hessischen Ingenieurkammer und damit noch einmal weiter als ein Qualitätszeichen zusätzlich zum Master. Das ist ein ganz wichtiger Schritt und ist auch ein Schritt, der sich an der Stelle bewährt hat. Insoweit diesem Problem, das haben wir angegangen. Und da, meine Damen und Herren, müssen wir uns ehrlich machen. Wenn wir wirklich auf das Thema Qualität raus wollen, dann geht es nicht um alte Abschlüsse. Dann geht es darum, dass wir uns, uns mal angucken, was wir mit 50% Studienquote, welche Art von Qualität wir umsetzen können. Dann müssen wir natürlich auch
wissen, dass bei 50% nicht jeder an der Universität bleiben wird als wissenschaftlicher Nachwuchs, sondern in die Wirtschaft gehen wird, und dass wir deswegen nicht das Thema Ökonomisierung als großes negativen Punkt entsprechend sehen kann. Und damit komme ich zum Ende. Die AfD erkennt in ihrem Antrag die wahren Probleme nicht. Erst recht erkennen sie nicht die Lösungen. Probleme sind durchaus da und zu diskutieren, gerade im Qualitätsbereich. Ich fand schade, dass niemand gefragt hat, warum wir seit Jahren bei der Exzellenzinitiative immer schlechter werden. Die Zukunft auf jeden Fall, die Herausforderung davon, den werden wir nur begehen, wenn wir uns mit neuen Konzepten und Reformen dem zuwenden und nicht, indem wir zurück in 20 oder 30 Jahre zurückgehen. Das ist definitiv der falsche Weg. Danke sehr. Danke, Herr Dr. Büger. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Hofmeister das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Die Fraktionen sind ja vollkommen zu Recht frei in der Themenwahl ihrer Setzpunkte. Der Grund für diesen Setzpunkt, der sogenannten Alternative für Deutschland, erschließt sich aber nicht wirklich. Und nicht zuletzt verwundert auch der Antragstext und auch die Tonlage, wie hier vorhin Herr Dr. Grobe vorgetragen hat. Aber erklärbar wird es möglicherweise, wenn man darauf schaut, wie diese Partei Politik betreibt. Der Antrag reiht sich ein in die Methodik der AfD und zeigt wieder einmal die Geisteshaltung ihrer Fraktionsmitglieder. Wir kennen es ja auch schon im Bereich von Wissenschaft und Kunst aus der Ausschussarbeit, die sogenannte Alternative instrumentalisiert, skandalisiert oder interpretiert Sachverhalte, wie es ihnen passt. Und im konkreten Fall verunsichert und redet sie das akademische Bildungssystem in Deutschland und Europa schlecht und malt sich am Ende die Welt, wie sie ihr gefällt. Das ist nämlich der einzige Inhalt dieses Antrags. Meine Damen und Herren, die Bologna-Reform, eine Initiative einer Vielzahl von europäischen Staaten vor nunmehr mehr als 20 Jahren, mittlerweile haben sich 47 europäische Staaten angeschlossen, hat sich am Ende die Vergleichbarkeit von Studiengängen zum Ziel gesetzt. Und es geht um Module, die Struktur von Studiengängen, die Vergleichbarkeit von Inhalten und Prüfungen. Und die Umsetzung dieser Ziele hat zu einer umfangreichen und in weiten Teilen durchaus auch erfolgreichen Modernisierung der deutschen Hochschulen im internationalen Wettbewerb um die besten Ideen und Köpfe geführt. Die Umstellung auf das Bachelor-Master-System hat eine Vielzahl neuer, innovativer Studiengänge entstehen lassen, und sie eröffnet den Studierenden auch vielfältige Möglichkeiten, Qualifikationselemente zu kombinieren, berufliche Tätigkeiten und wissenschaftliches Lernen miteinander auch zu verbinden. Und Module, Leistungspunkte nach dem ECTS haben zu einer europaweiten Vergleichbarkeit von Studienelementen dazu beigetragen und auch zu einer klareren Strukturierung der Studienanforderungen. Und ja, wenn man mal schaut, junge Menschen, die werden in diesem System einen größeren Teil der internationalen Erfahrung, der europäischen Erfahrungen sammeln, als es zu früheren Zeiten der Fall war. Allein das ist ein Zugewinn, der uns Bologna gebracht hat. Und zeitgleich hat die Hochschulgesetzgebung der Länder den Hochschulen ein bislang unbekanntes Maß an Autonomie und Eigenverantwortlichkeit zuwachsen lassen. Auch das war ein wichtiger Schritt. Nie waren die Hochschulen freier Strukturen selbst zu prägen, selbst den Weg zu wählen, um Profilbildung im Wettbewerb des Wissenschaftssystems zu betreiben. Und das gilt auch und gerade hier in Hessen im Hinblick auf den Bologna-Prozess. Auch das sind gute Nachrichten an der Stelle. Meine Damen und Herren, selbstverständlich braucht die Schaffung eines europäischen Hochschulraums eine kontinuierliche Unterstützung, Beobachtung und Anpassung, weshalb hier die Bildungsminister der Unterzeichnerstaaten alle zwei Jahre zusammentreffen. In Deutschland beschäftigt sich die KMK mit diesen Fragestellungen und natürlich hier im Land das HMWK gemeinsam mit unseren staatlichen Hochschulen. Aber, meine Damen und Herren, Humboldt ist ja jetzt hier schon mehrfach zitiert worden, aufgerufen worden, bemüht worden. Ich will mal eines sagen, Bologna und Humboldt haben jetzt an der Stelle wirklich nichts miteinander zu tun, auch wenn Wilhelm von Humboldt möglicherweise mal in Bologna zu Gast war. Die viel zitierte Einheit von Forschung und Lehre, die Humboldt an der Neuen Berliner Universität ab 1810 organisierte, mit 250 Studenten, im gesamten Reichsgebiet gab es 1871 dann etwa 12.000 Studenten, hat eine völlig andere Zielsetzung.
Bologna ist in erster Linie ein Organisationsinstrument, das Vergleichbarkeiten und Kompatibilität gewährleisten soll. Alles andere ist sowohl in die eine als auch in die andere Richtung eine ideologische Überfrachtung. Und meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sicherlich, der Bologna-Prozess ist nicht perfekt. Das ist vollkommen klar. Und es war genannt oder genannt Bologna-Reform. Es ist letztendlich ein Prozess geworden, und der wird uns auch noch lange begleiten, weil aber auch Wissenschaftssystem natürlich auch stetigen Änderungen und Veränderungen unterliegt. Aber es gilt, konstruktiv mit den spezifischen Fragestellungen umzugehen. Und es geht immer wieder natürlich um die Frage von Lerninhalten, um die Gewichtung von Studieninhalten, um auch eine eventuell zu hohe Verschulung, um möglicherweise zu straffe Studiengänge oder die Durchlässigkeit zwischen Bachelor und Master. Auch wird die Frage zu einer zu strikten Berufsorientierung in eigenen Studiengängen immer wieder hinterfragt, und das auch vollkommen zu Recht. Aber ist die Umsetzung des Gesamtprozesses daher gescheitert? Müssen wir nur wieder den alten Studien- und Prüfungsordnungen zur Geltung verhelfen und alles ist gut? So wie die AfD die Diskussion aufruft, ist sie völlig aus der Zeit gefallen und frei nach dem Motto, früher war alles besser. Und das brauchen wir hier, glaube ich, nicht dann weiter in der Tiefe zu diskutieren. Aber dass an einzelnen Hochschulen, auch gerade im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich, das Diplom als Studienabschluss in den letzten Jahren auch wieder eingeführt wurde oder zumindest erprobt wird, ist ein Aspekt der Gesamtbetrachtung. Das ist an der Stelle, kann man in der Tiefe nicht bewerten. Aber Staatsexamina beispielsweise in Hessen existieren weiter. Auch der Titel Diplom-Ingenieur ist keineswegs aus dem Markt verschwunden. Aber diese ganzen Debatten über die Frage, was könnte man möglicherweise an Studienabschlüssen wieder ein Stück weit verändern, anpassen, das sind Initiativen, die von Sachlichkeit getragen sind und glücklicherweise nicht vom Populismus einer AfD. Meine Damen und Herren, selbstverständlich, die Ingenieurausbildung in Deutschland hat seit vielen Jahrzehnten einen sehr guten Ruf, und das auch zu Recht. Ingenieure aus unserem Land erfahren bis heute weltweit Anerkennung und Wertschätzung. Ich weiß selbst, die Ausbildung als Diplom-Ingenieur, in dem Fall an der damaligen FH Frankfurt, sehr zu schätzen. Das war eine sehr gute, fundierte, naturwissenschaftlich-technische Ausbildung, die ich genießen durfte. Und ja, das sind natürlich Inhalte, die es auch jetzt in Bologna natürlich zu transportieren gilt. Aber, meine Damen und Herren, Qualität bemisst sich doch nicht an Titeln, sondern an Inhalten. Und darum sollte es hier eigentlich gehen. Meine Damen und Herren, der Bologna-Prozess ist keinesfalls gescheitert, aber er wird natürlich Hochschulen und die Wissenschaftspolitik weiter beschäftigen. Und parallel zu dieser Entwicklung hin zu mehr Hochschulautonomie hat die Landesregierung hier in Hessen die Hochschulen auch materiell so gut wie nie zuvor ausgestattet. Stichworte sind hier der Hochschulpakt oder die Hochschulpakte, Heureka oder auch Löwe. Und die sinnvolle und im Interesse von Studierenden, Lehrenden und Forschenden zu gestaltende weitere Entwicklung des Wissenschafts- und Forschungssystems in Europa, Deutschland und Hessen braucht freies, offenes Denken und keine ideologische Verbohrtheit sowie Rückwärtsgewandtheit. Daher lehnen wir den vorliegenden Antrag der AfD selbstverständlich ab. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Hofmeister. Für die Landesregierung spricht nun Staatsministerin Frau Dorn. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich kann mich direkt der Rede des Abgeordneten Hofmeister anschließen. Wir müssen es einmal betrachten. Im letzten Jahr haben wir den Beginn des Bologna-Prozesses vor 20 Jahren gefeiert. Und dieser Prozess ist nicht abgeschlossen. Er braucht immer wieder neue Impulse. Ja, er braucht auch immer wieder mal Korrekturen. Aber was dieser Prozess sicher nicht braucht, ist eine rückwärtsgewandte Debatte nach dem Motto, früher war alles besser. Und ich danke dem Abgeordneten Büger für seine Ausführungen aus dem Jahr 90er und dem Status quo, der damals entsprechend dargestellt worden ist. Denn warum haben wir denn vor 20 Jahren diesen Prozess begonnen? Weil eben nicht alles besser war. Es war verdammt noch einmal ziemlich schwierig, woanders in Europa zu studieren und zu arbeiten. Und genau das war ja das Ziel der Bologna-Reform, ein gemeinsamer europäischer Hochschulraum. Es ging darum, Mobilität zu führen, Mobilität zu fördern, vergleichbare Abschlüsse herzustellen, den Austausch zwischen den Universitäten unterschiedlichster Nationen zu fördern
Und ja, im weiteren Prozess, Frau Abgeordnete Wissler, ging es durchaus auch um, um die Frage der sozialen Durchlässigkeit. Und das finde ich auch besonders wichtig, denn das muss man immer verstehen beim Bologna-Reform. Es geht um einen Prozess, der sukzessive neue Ziele hat. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass die Bologna-Reform sich dieses Ziel gesetzt hat. Denn diese ungeschriebene Regel, die damals galt und die leider bei der AfD auch in vielen Debatten hier im Bereich Wissenschaft immer wieder zum Ausdruck kommt, dass eigentlich Kinder von Akademikereltern das geborene Recht haben, auch wieder Akademiker zu werden. Genau das ist der Gegenteil von unserer Politik. Wir wollen einen bildungspolitischen Aufbruch, und der ist eben auch in der Hochschule zu verorten. Was hat uns die Bologna-Reform noch gebracht? Sie hat uns die Reform Sie hat uns die Debatte über die Qualität in der Lehre gebracht. Sie hat uns die Frage der Autonomie der Hochschulen mitgebracht. Und natürlich müssen wir uns 21 Jahre später fragen, wurden wirklich alle Ziele erreicht? Und wie wurden sie erreicht? Wurden neue Probleme geschaffen? Aber ich glaube, wir sollten 20 Jahre später, 21 Jahre später verdammt froh sein, dass wir diesen Prozess beschritten haben. Und jetzt betont ja die AfD hier in der Diskussion, auch in ihrem Antrag, es ging Ihnen jetzt vor allem um die Abschlüsse. Man kann ja Ihre Wahlprogramme entsprechend lesen, und da wird sehr deutlich, dass es nicht nur um die Abschlüsse geht. Sie lehnen die Bologna-Reform als Ganze ab. Und dahinter steht ein klares Motiv. Dahinter steht das Motiv der Nationalstaatlichkeit, der Europaskepsis, und Sie lehnen auch die Internationalisierung ab. Und auch das kommt immer wieder zum Ausdruck in all den Anfragen, die wir für Sie beantworten. Und das ist genau der falsche Weg. Denn Internationalisierung ist die tägliche Lebensquelle. Das ist die gesellschaftliche Chance, um genau diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Sie haben angefangen mit dieser Krise. Ja, wie sollen wir denn diese Krise schaffen, die eine globale Krise ist, wenn nicht international? Was ist mit den globalen Herausforderungen des Klimawandels? Was ist mit den globalen Herausforderungen der Migration? Was ist mit der globalen Herausforderung der Energieversorgung? Auf all dies kann ein Land alleine keine Antworten geben. Mehr als 90% des weltweiten Wissens entsteht außerhalb von Deutschland. Und genau um diese internationale Zusammenarbeit geht es in diesen globalen Herausforderungen. Wir müssen doch diesen Wissensschatz für Deutschland, wir müssen ihn erschließen. Das begründet am Ende unsere wirtschaftliche Stärke, unsere Stärke für die Gesellschaft, um diese Zukunftsherausforderung gewappnet zu sein. Und deswegen geht es hier eigentlich um weit mehr. Es geht darum, um den europäischen Gedanken. Und wer den europäischen Gedanken für nationale Alleingänge opfern will, der schadet nicht nur der Wissenschaft, der schadet dem größten Friedensprojekt, was wir seit dieser Nachkriegsgeschichte haben. Und jetzt kommen wir zu der gestuften Studienstruktur. Die Debatte um Bachelor und Master wurde lange intensiv. Frau Ministerin, einen Augenblick mal. Ja. Ich werde es nicht länger ignorieren und tolerieren, dass Sie hier über Unsinn und Quatsch reden. Sie haben auch andere Meinungen in diesem Haus zu respektieren. Und bitte bemäßigen Sie sich eines parlamentarischen Sprachgebrauchs, auch bei den Zwischenrufen. Ich möchte aber zu den spezifischen Fragen der gestuften Studienstruktur kommen. Es gab eine lange Debatte um die Frage Bachelor und Master. Sie wurde intensiv geführt. Aber jetzt schauen wir doch einmal auf die Fakten. Die Realität ist, die gestufte Studienstruktur gehört zum deutschen Hochschulsystem dazu. Ich habe die Zahlen. Im Jahr 2019 gab es an deutschen Hochschulen rund 46% Bachelorstudiengänge, 47% Masterstudiengänge. Auch die Ingenieurswissenschaften, das wissen wir alle hier in diesem Landtag, war ein viel diskutierter Bereich. Auch hier ist es umgestellt, die neuen Abschlüsse sind akzeptiert. Denn was wird denn an unseren deutschen Ingenieurinnen und Ingenieuren besonders geschätzt? Das ist doch nicht der Abschluss an sich. Das ist die Qualität dieser Ausbildung. Deswegen sind sie weltweit so gefragt. Und für diejenigen, die noch Sorgen haben, gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man einen sogenannten Diplomzusatz entsprechend hat zur Dokumentation, damit ganz klar ist, es entspricht genau dem alten Studiengang. Und ich bin weit davon entfernt, dass wir nicht weiter Verbesserungen brauchen. Das gilt für alle Studiengänge. Das hat auch Frau Kollegin Sommer durchaus noch einmal deutlich gesagt. Natürlich müssen wir schauen, wie können wir die Durchlässigkeit vom Bachelor zum Master entsprechend
verbessern und besser ermöglichen. Auch die Frage, dass man die teilweise Bachelorstudiengänge sehr eng gefasst hat, diese Frage Spezialqualifikation für die Frage Arbeitsmarktbezug zu eng gefasst hat, das ist ein Problem. Und deswegen, es braucht Verbesserungen. Wir sind mit diesem Prozess ja noch lange nicht fertig. Denn die Bologna-Reform war ja von Anfang an ein Prozess. Und genau den gestalten wir. Und Herr Kollege Büger, jetzt wäre es natürlich schön, sozusagen, sich noch einmal über die ganzen Fragen auszutauschen, wo steht Hessen und wo ist sozusagen die Reform, was ich Ihnen schon einmal sagen kann. Im Hochschulpakt, Sie sollten sich einmal das Profilbudget näher anschauen. Was wir gerade machen, ist ein Prozess mit den Hochschulen, dass sie jeweils ihr eigenes Profil entwickeln, inklusive einer Evaluation der jeweiligen Hochschulen durch externe Hochschulexperten. Das heißt, wir gehen genau diesen Weg, weil wir glauben daran, dass wir wahnsinnig viel Potenzial in unseren hessischen Hochschulen haben und dass sie alle mit ihrem eigenen individuellen Profil eine große Chance haben, sich in diesem internationalen Wettbewerb gut zu stellen. Insofern haben wir durchaus eine Menge zu bieten, aber das passt leider jetzt nicht in aller Fülle in diese Debatte hinein. Ich würde gerne noch einmal einen Blick auf den AfD-Antrag lenken, denn was würde denn konkret passieren, wenn wir Ihren Antrag beschließen würden? Jetzt schauen wir uns einmal an, wie viele deutsche Studierende wir im Ausland haben. Im Jahr 2017 ist die aktuellste Zahl, die ich gefunden habe, 140.400 nach Angaben des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Ein Drittel aller Studierenden entscheiden sich aktuell, Gott sei Dank, während des Studiums für einen Auslandsaufenthalt. Und genau diese Mobilität, die würden wir gefährden. Sie hatten vorhin reingerufen bei einer Rednerin, ich weiß nicht mehr, bei wem es war, dass es doch früher auch schon möglich war. Ja, es war früher schon irgendwie möglich. Die Zahlen haben sich verdreifacht seit Bologna. Und was das große Problem war, war die Anerkennung entsprechend immer der Studienabschlüsse und der Prüfungen. Genau das haben wir ja gelöst, dass es kein verlorenes Jahr ist, sondern dass es ineinander sich vernetzt. Und insofern würden Sie genau diese Mobilität gefährden. Und dann gehen Sie noch einen Schritt weiter in Ihrem Antrag. Und das wird dann wirklich ein bisschen absurd. Sie fordern ja auch, dass man für Hessen dann die Abschlüsse zurückdrehen könnte. Was würden wir denn dann machen? Dann hätten wir eine Art wissenschaftlicher Burggraben um unsere hessischen Hochschulen. Dann könnte man fast nicht mehr in Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg weiter studieren oder eine Promotion machen oder geschweige denn ins Ausland gehen. Ich glaube, da muss man ein extra Jurastudium machen, um danach seinen Auslandsaufenthalt zu planen. Das ist doch wahnsinnig, wenn wir das tun würden, innerhalb von Hessen jetzt diesen Burggraben hochzuziehen. Das kann doch nur eine bildungspolitische und eine auch arbeitsmarktpolitische Sackgasse sein. Und erlauben Sie mir an der Stelle, mal die Kulturministerin zu sein, weil manches kann man mit Satire am besten auf den Punkt bringen. Und ich habe bei der Debatte und bei der Vorbereitung dieser Debatte ganz oft an Loriot gedacht. Jetzt hoffe ich, dass es auch im Plenum klappt, was es gerade in meinem Büro geklappt hat. Das Jodeln, das Diplom-Jodeln, das Jodeln mit Jodeldiplom, also mit Jodelabschluss, mit Jodeldiplomabschluss, unterscheidet sich vom Jodeln ohne Diplom, ohne Jodeldiplom. Das Diplom-Jodeln unterscheidet sich also vom normalen Jodeln ohne Diplom, also ohne Jodelabschluss, ohne Jodeldiplomabschluss. Und ein wenig erscheint mir diese Debatte so. Noch einmal, um ernst zu sein, dank des Bologna-Prozesses sind unsere Hochschulen eigenverantwortlicher geworden, durchlässiger geworden, internationaler geworden. Die Diskussion, wie man den Prozess verbessern kann, wie man noch konsequenter diesen Prozess an den eigentlichen Zielen ausrichten kann, die lohnt sich absolut, die wäre sinnvoll zu führen. Aber jetzt das ganze Projekt gänzlich zurückzudrehen, das tut mir leid, das zeugt entweder von Unkenntnis, von Populismus oder von Gleichgültigkeit, denn das würde dem deutschen Hochschulsystem, was Sie da fordern, extrem schaden. Danke schön. Vielen Dank, Frau Ministerin. Für die AfD-Fraktion hat sich noch einmal Herr Dr. Grobe zu Wort gemeldet. 5 Minuten, Herr Dr. Grobe. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich stelle fest, man möchte mich falsch verstehen. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass es der Alternative für Deutschland darum geht, parallel zu Bachelor und Master den Diplom-Ingenieur oder den Magister zu
verleihen. Genauso wie es Österreicher, Sachsen und auch Franzosen machen. Und dann, wenn wir das haben, kann man nach einer bestimmten Zeit prüfen, was der Student gerne möchte. Möchte er ein Bachelor sein, also einer, der eine Frau vielleicht nebenher bekommt, oder möchte er einen Ingenieur haben? Das zu dem. Zu Herrn Büger. Es reicht nicht, dass die IHK den Diplomgrad verleihen kann. Das ist ja nett. Aber das interessiert keine ausländischen Institutionen, wenn man damit rankommt. Die Verleihung gilt nur dann, wenn er von einer Hochschule verliehen wird. Zu Herrn Hofmeister. Es wäre schlimm, wenn man im Plenum und im Ausschuss die gleiche Meinung hat, wie es vielfach hier die Karteiparteien vorleben. Seien Sie doch froh, dass die Alternative für Deutschland da ist und Ihnen einen Diskurs anbietet. Ein Diskurs muss nämlich auch andere Meinungen tolerieren, denn nur das bringt uns wissenschaftlich auch weiter. Vielen Dank. So, zu Frau Ministerin Dorn. Sie stellen Behauptungen auf, die Sie nicht belegen können, beispielsweise, dass wir nur Akademikerkinder bevorzugen. Das stimmt doch gar nicht. Ich bin auch kein Akademikerkind, um Gottes Willen. Schon schlimm, um Gottes Willen, ich bin jetzt ganz schlimm. Meine Eltern haben sogar SPD mal gewählt. Ganz schlimm. Das, was Sie hier erzählt haben, macht mich sehr traurig, denn es zeigt einfach nur, dass Sie populistisch agieren, wenn Sie uns so etwas vorwerfen. Zum Abschluss, die deutschen Maschinenbauunternehmen fordern auch noch heute den Grad des Diplom-Ingenieurs. Sprechen Sie einmal mit den Managern dort. Die können mit dem Master, mit dem Bachelor nämlich nichts anfangen. Und noch eine Kleinigkeit zu Loriot. Ich finde Loriot immer toll, habe ich auch alle zu Hause, alle Folgen. Aber besser als das Jodel-Diplom fand ich immer, ich baue mir ein Atomkraftwerk. Vielen Dank. Danke, Herr Dr. Grobe. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Grumbach zu Wort gemeldet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Probleme entstehen immer dann, wenn Leute Texte abgeben und sie nicht selber lesen. Weil in dem Text steht genau über die Passage, die Sie gerade als zur Rechtfertigung herangezogen haben, der Satz, die nach angelsächsischem Vorbild eingeführten Studienabschlüsse, gerade Bachelor und Master, zum nächstmöglichen Zeitpunkt an allen hessischen Hochschulen in rechtskonformer Weise zu unterbinden. So. Das ist genau die Form von Politik. Sie reden gerade so, wie es in die Argumentation passt, nach dem Motto, wenn ihr mich zu stark angreift, dann weiche ich auf den anderen Punkt zurück. Sie schreiben in Texte beides rein, damit Sie einem oder dem anderen folgen können. Ganz schlicht. Erstens, Ihr Gebäude steht auf Fehlbehauptungen. Doch, das fängt an mit der Internationalität, die Sie in der Begründung beschreiben. Die Ministerin hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie sich verdreifacht hat. So, der zweite Punkt ist, Sie bauen Dinge auf, die genau im Gegensatz zu Ihrer Debatte stehen. In Ihrer Begründung steht, ein Teil der Probleme ist die zunehmende Verschulung der Studiengänge. Das genau ist nicht das Problem des Bachelor- und Master-Systems, sondern der deutschen Umsetzung. Genau der nationale Dummheit, die es nicht geschafft hat, Studiengänge zu konzipieren, die international angemessen sind, sondern einen Masterstudiengang oder einen Diplomstudiengang in Bachelorstudiengang zu quetschen, hat zu dieser Verschulung geführt. Das heißt, Sie kritisieren genau das, was Sie wiederhaben wollen. Das ist ein absurdes System. Und an diesem absurden System, glaube ich, wollen wir uns nicht beteiligen. Und der letzte Punkt bleibt der gleiche. Wir werden in einer Welt weiterhin leben, von denen unsere Vorfahren vor 200 Jahren geträumt haben. Für die war es eine Sensation, wenn sie wie Humboldt in Paris lehren konnten, wenn sie wie andere in London lehren konnten. Wir haben an der Stelle die Chance, voneinander zu lernen in einer viel höheren Geschwindigkeit, als es die konnten, die vor 200 Jahren an andere Orte gingen. Und wenn Sie auf diese Weise, dadurch, dass Sie die deutschen Studierenden einkasteln, die Mitarbeiter des Wissenschaftsproduktionsprozesses sind, dafür sorgen, dass Sie es nicht können, versündigen Sie sich genau an diesen Studierenden. Und genau deswegen werden wir solche Unternehmen nicht unterstützen. Herzlichen Dank. Danke, Herr Grumbach.
Wir sind jetzt am Ende der Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt angelangt und überweisen diesen Antrag zur weiteren Beratung in den Ausschuss für Wissenschaft und Kunst. Ich sehe Nicken.